Das soll der letzte vor oder vorletzte windige Tag sein. Es ist windig. Ich muss unbedingt den Garten sprengen. Das mache ich gleich mit Mama. Es wird ja super spät. Jetzt trinke ich erstmal Kaffee und dann gucken wir mal, ob ich mal hiken gehe oder so. Ich kann nicht glauben, dass wir schon 2:30 haben. Ja, ich habe die E-Mail geschrieben an den Operations Manager von Cayman Island Helicopters. In welcher Situation ich mich befinde hier. Green Card, Citizenship, Möglichkeit zur Arbeit und so weiter. Und ich schreibe immer noch an der E-Mail an den Präsidenten von Blue Hawaii. Die wird ziemlich lang, aber ich habe auch ziemlich viel zu sagen. Von daher, die soll schon alles beinhalten, was ich zu sagen habe, beziehungsweise was mir im Kopf rumgeht. So, jetzt kümmere ich mich mal um den Garten, denn die Zitronenpflanzen da hinten, die machen ganz schön schlapp. Die meisten Zitronenpflanzen, die ich hier hatte, die sind nicht so schön gewachsen. Die wachsen wesentlich besser da hinten in der Sonne. Das heißt, ich stelle die jetzt in die Sonne, stelle die wieder zum Verkauf hier. Denn die Leute mochten die. Und die, die nicht so gut aussehen, hier, die zum Beispiel, na, die sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Die cutte ich ein bisschen. Hoffe, dass die schön nachzieht. Und dann stelle ich die auch zum Verkauf. Zitronenpflanzen, die mögen die Leute hier. Hat wieder alles wesentlich länger gedauert hier im Garten. Aber jetzt ist er wieder gut. So, ja, hier, das hier. Das ist die kleine Ananas. Die ist auf jeden Fall fertig. Die ist ganz schön klein, aber ich weiß nicht, warum die klein geblieben ist. Wahrscheinlich, weil sie im Pott steht. Aber die kommt jetzt in den Kühlschrank, damit das schön kalt ist. Nice. Wir haben ein bisschen Stau zum Meer. Aber eigentlich nicht so viel. Und es sieht aus, als gäbe es interessante Wolken, die sich auch einigermaßen cool bewegen, wenn man sich hier die Webcam mal anguckt. Jetzt haben wir 5:30. Jetzt muss ich mir in der nächsten halben Stunde überlegen, ob ich zum Meer fahre. Das wäre eigentlich nicht schlecht, wenn ich mal rauskäme. Boah, wenn ich aufstehe, bin ich schwindelig. Ich habe noch nichts gegessen. Vielleicht soll ich jetzt kurz mal was essen, beziehungsweise mal ein Brot auftauen, damit ich nachher was essen kann. Ich sehe das jetzt schon, das Bewässern des Gartens den Pflanzen gut getan hat. Ja, irgendwas Tolles geleistet habe ich heute einfach nicht. Nervt mich. Ich habe Videos zusammengeschnitten. Ich überlege, die jetzt zu veröffentlichen. Von den letzten 2 Wochen. Dann wisst ihr nämlich alle mal Bescheid. Und dann fahre ich gleich mal vielleicht zum Meer. Aber vielleicht auch nicht. Das werde ich in den nächsten 20 Minuten eruieren und dann dementsprechend in die Tat umsetzen oder nicht. So fahre ich jetzt auch nicht. Ich bin ready. Eigentlich habe ich überhaupt keine Lust. Dann bin ich 1,5 Stunden bis 2 Stunden weg. Es weht immer noch. Es ist 25 Grad. Aber wir haben schon ziemlich spät, 20 vor 7. Aber es gibt keinen Stau, also was soll's. Auf geht's. 24 Grad zeigt das Temperatur an Thermometer. Mittlerweile nur noch. Es ist immer noch super windig. Ich hoffe, das wird morgen und übermorgen mal ein bisschen weniger. Dann kann ich nämlich mit der Drohne mal irgendwo hin. Ich wollte auch noch auf die Hikes gehen an der Ostseite. Ich wollte nach Hanama Bay und Shark's Cove. Aber das ist natürlich nicht ideal, solange wir noch diese High Surf Warning haben. Die hatten bis zu 15 Fuß hohe, ne, 14 Fuß hohe Wellen. Trotzdem zwischen 3 und 4 Meter hohe Wellen hier an der Westseite und auch an der Südseite. Und das ist natürlich nicht so geil, denn das Wasser wird richtig trüb dann. Ja, schnorcheln war ich auch erstmal. Aber wollte ich ja trotzdem noch an mindestens den beiden Stellen. Es gibt noch eine, habe ich online gesehen. Die soll auch ziemlich geil sein. Aber auch an der Ostseite. Also weiter weg geht's nicht. Aber nichts ist ja hier weiter weg als eine Stunde. Jo. Heute Nacht soll es klar werden. Das heißt, die Temperaturen gehen runter. Also auf 21, 22 Grad mindestens. Also. Und mal gucken, ob es einen Sonnenuntergang gibt. Aber
Wenn ich jetzt da in Richtung Westen gucke, dann sehe ich jetzt schon. Eher nicht. Wie immer das Bierchen mit, was ich am Strand gern trinke. Und mal sehen, was los ist. Ja, die ganzen schönen Wolken, die sind weg. Und es nieselt. Hey. Oh, ja, wäre ich mal zu Hause geblieben, ne? Aber so noch kann man es nicht genau sagen. Ist ja egal. Ah, die Drohne, Drohne habe ich im Auto gelassen. Das ist einfach zu windig. Ich meine, das wäre natürlich mal ein schöner Test für die, aber wenn die Bilder, wenn ich weiß, dass die Bilder wackelig werden, dann kann ich es auch lassen. So, es gibt ein paar Wellen hier, aber sie sind jetzt nicht mehr so hoch. Gestern eine Stelle, wo ich mich immer hinsetze, ist frei. Und der Sonnenuntergang, der wird nichts. Aber ich setze mich jetzt hier gemütlich hin, trinke ein Bier und fahre wieder nach Hause. Hier ein paar Angler am Start. Sieht so aus, als hätte der eine gerade einen. So, offiziell 10 Minuten geht die Sonne unter. Aber da ist so eine Wolkenschicht und die wird wahrscheinlich verhindern, dass das irgendwas gibt. Hier ist auch nichts zum Einfärben. Der Angler, der fängt da kleine Fischchen. Das Bier schmeckt aber. Und morgen muss ich, glaube ich, mal in die Sonne. Und das würde sich ja sowieso anbieten, weil ich ja hiken gehen will. Mal wieder ein bisschen sportlich betätigen. Ich bin jetzt unter 74 Kilo. Und ich glaube, das Einzige, was ich verliere, ist Muskelmasse. Das ist nicht gut. Sonnenuntergang vorbei. Ich glaube, das war nichts. Wenn die Zeitrafferaufnahme was geworden ist, ein bisschen, dann blende ich sie wieder ein. Kennt ihr ja schon von den letzten Videos. Es ist ziemlich windig. Es nieselt leicht. Es sind noch ein paar Angler gekommen jetzt. Aber durch den leichten Nieselregen, dadurch, dass die Sonne weg ist, und dadurch, dass es immer noch ziemlich weht, man sieht das hier auf der Wasseroberfläche, ist es recht frisch. Ich schätze mal, es ist nur noch 22, 23 Grad. Ja, 10 vor 8 bin ich zu Hause. Das Geld für die zurückgeschickten Schuhe, die ich ja getragen habe, die Hiking-Schuhe, das habe ich halt zurückbekommen. Und es hieß, als ich die eingeschickt habe, ja, kriegen sie nur 61 $ wieder. Obwohl ich 73 bezahlt habe. Da habe ich Amazon Support angeschrieben, habe gesagt, wieso das denn? Und dann meint er, ja, kümmere mich drum. Und jetzt habe ich 76 zurückbekommen. Obwohl ich nur 73 bezahlt habe. Also super seltsam. Jo. Gerade ist mal wieder das Internet ausgefallen. Aus welchen Gründen auch immer. So, Coconut Shrimps mit ein bisschen Salat gab's. Die eine Serie, da habe ich abgeschlossen. Vikings Valhalla. Mit Videos habe ich ein paar zusammengeschnitten. Bin immer noch ganz up to date. Und an der E-Mail habe ich auch nicht gearbeitet. Und ich habe mir überlegt, ich schicke die an alle. Dann kann die nicht ignoriert werden. Meine Argumentation ist umfassend. Mehr kann ich dazu nie sagen. Oh. So ja, als ich nach Hause kam, ich mache immer das Fenster zu hier, weil das ja eigentlich dann nur geschützt wird durch ein Mückengitter und da kann ja einfach jeder rein. Deswegen muss ich das Fenster mal zumachen, wenn ich nicht da bin. Und da habe ich den halben Abend vergessen, das Fenster aufzumachen. Das heißt, wir haben hier immer noch 25,9 Grad drin. Obwohl das Fenster jetzt schon seit 1-2 Stunden offen ist. So, jetzt haben wir 12:30. Jetzt muss ich gleich mal ins Bett. Ein Video schneide ich noch zusammen. Gleich 2. Ich hoffe, das Internet ist gleich wieder da. So, ich habe gerade mal online gecheckt. Mein Phone funktioniert ja noch.
Ganz Capoli ist affected hier, davon betroffen. Und die versuchen es bis 3 Uhr wieder hinzubekommen. Ja, toll. Also Videos zusammenschneiden kann ich auch ohne Internet, aber hochladen natürlich nicht. Und auch sonst eigentlich nichts machen ohne Internet. Ohne Internet kann ich noch nicht mal meine Lichter hier mit Alexa ausschalten. Und wenn ich die manuell ausschalte, dann hat Alexa wieder Probleme, die morgens zu erkennen. Oh, und dann geht wieder mitten in der Nacht alles an, was jetzt aus ist. Hätte ich letztes Mal die Avocados gekauft. Wenn man hier das sieht. Die haben den Preis schon wieder nach oben gesetzt. Und zwar diesmal um 90 Cent. Hey, jetzt kosten die fast $10.